So, und hier der zweite Teil von unserem wunderschönen, schönen GTA San Andreas Run, das Finale, was ansteht. So, ich dachte, hier kommen jetzt Leute. Da sind Leute. Aber anscheinend nicht genug. Alter! Respekt an dich, der hat gut gesessen. Okay, wir müssen hier raus. Wir haben 7 Minuten Zeit. 7 Minuten werden wir niemals brauchen, das ist ja viel zu viel. Aber wer weiß, was noch los ist hier. Dich habe ich übrigens gesehen. Dich auch. Und den da. Ach, easy. Klar kommen wir hier raus. Aber ganz locker, du. Alter, der war mies. Die Treppe runtergeschmissen und im Pfeilen noch gekillt. So, guck mal. Feuerlöscher für den Arsch. Feuerlöscher brauchen wir nicht. Wir können einfach so durch die Gegend hüpfen, denn wir sind feuerfest. Okay, hier kann uns jetzt erstmal keiner mehr. Nachtsichtgeräte können Feuer heller erscheinen lassen. Es kann also sein, dass du zwischen Nachtsicht und normaler Sicht wechseln musst. Nix da, ich wechsle hier nicht. Für wer ich nicht bezahlt. So, der ist hin. Seht ihr, wir müssen nur löschen, wir sind feuerfest. Also kannst du für uns einfach weitergehen. Ach, guck mal, da sitzt einer und löscht. Der löscht. Ah, dreckig. Ja, komm, lass mich weiterlaufen. Bitte, danke. 5 Minuten 34. Eigentlich würden wir jetzt hier krass böse anfangen zu brennen, aber es passiert halt nicht. Weil wir halt gut sind. Wir haben die Feuerwehrmission gemacht. Entschuldigung. Oh. Jetzt wird's aber düster. Jetzt wird's aber düster. So, den weg. Weiter runter, weiter runter. Brauch keinen Rauch, ich brauch keinen Rauch, ich will keinen Rauch. Nicht so viel Rauch. Ah, dieser Rauch ist böse zu mir. Ja, komm, geh weg. Du bist weg, du bist weg, du bist weg. Und er geht weg. Und der da. Und der auch noch. Krass, wie viele sind denn hier? Der da. So, jetzt haben wir die auch noch weg. 4 Minuten haben wir noch. 5 Minuten eigentlich. Es wird wohl zu schaffen sein. Oh. Weg da. Weg da, weg da. Nix ist hier. Sommer. Wollen die mich töten oder was? Da einfach durch. Ist kein Problem für uns. Und raus sind wir. So, jetzt können wir langsam den hier wieder ausmachen. Oh nee, doch, ist noch krass dunkel. Bums, 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 bums. Ach, ich bin einfach raus hier. Ja, so läuft es. Das war das Haus von Big Smoke. 10 Penny, you motherfucking piece of shit. I ain't letting you get away with all you done. Sweet, no! Okay, folge Tenny Penny und sorge dafür, dass Sweet nichts passiert. Bleib dicht am Feuerwehrwagen dran und lass dich nicht von Tenny Penny abhängen. Alles klar, Sweet. Ich bin auf dem Weg. Das war echt riskant da, so zu fahren. Also sich daran zu hängen. Also Respekt an ihn. So, und ich weiß leider, dass er hier über den Pfad fährt. Da müssen wir jetzt hinterher. Extra Kamera ein bisschen höher gemacht, dass wir was sehen. Dass wir auch gut hinterherkommen. Und hier kann halt so viel passieren. Du kannst irgendwo jegen ditchen, dann fährt er weg. Du kannst dich überschlagen, dann ist er weg. Dann kannst du dich überschlagen und dein Auto fackelt ab. Die Mission konnte man echt sehr oft machen. Sehr, sehr oft. So, den haben wir jetzt zerhackt. Tut mir leid für ihn. Und der kann halt so krass bremsen. Da denkst du dir, ey, eigentlich bist du doch in voller Fahrt. Und er macht's kratsch und der ist weg. Aber der kann das. Das ist halt Tenny Penny. Ey, ich würde gerne was machen, aber du hast dich daran gehangen. Wir hätten uns so einfach ins Auto setzen können. Wäre auch gegangen. Aber was du hier machst, ne. Wer weiß, ob das so sein sollte. Ah. Ah, Tenny Penny, du Drecksack. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass er von Samuel Jackson gesprochen wird? Glaub nicht. Ah, ich find's sehr gut. Miau. Noch mehr Kaputtix. Alter. Wo kommt der denn her?
Ist er selber nicht, denke ich. Okay. Wir nehmen heute den Zugweg. Da vorne kommt ein Zug. Den könnte man sich klauen. Der bleibt hier hinten nämlich stehen. Der bleibt hier hinten stehen und mit dem könnte man dann halt die Zugmission machen. Und der hat halt den Topspeed drauf. Oder er hat nicht den Topspeed drauf, aber der hat halt eine bessere Beschleunigung und ein besseres Bremsvermögen. Okay, weiter geht's. Ach, der hat einen Polizistenkollegen, ja? Alter! Was zum Teufel? Der Cop tritt Speed auf die Finger, bring deinen Wagen näher ran, falls er runterfällt. Au, scheiße. Au, scheiße. Okay, Sweet. Alter. Boah. Take the wheel, it's payback time. Payback time, sagt er. Ich nehme da erstmal den Typen ab. Ist er tot? Hoffet. Hoffet. Geht weg. Okay. Soweit, so gut. Das Auto spackt gerade ein bisschen, das ist mir bewusst. Ist aber nicht schlimm. Passiert. Können wir mal machen. So, den haben wir kaputt. Fehlt noch der da hinten. Ja, cool, wenn unsere Leute uns helfen könnten. Einfach draufschießen, wisst ihr? Einfach draufschießen. Ja, so ist schön. Wollen wir jetzt noch welche hinter uns? Hinter uns Polizisten, die da. Okay, zwei Stück, die uns haben wollen. Müssen wir gut wegmachen. Mehr Leid. Ich werde euch auch überleben lassen. Aber wenn er auf mich schießt, dann kann ich da nichts tun. Nix aus tun, yes. Alter, ich versuche hier alle zu tun, ja. Ich versuche wirklich mein Bestes zu geben, aber das ist nicht gerade leicht. So, der hinten ist jetzt näher dran, sagst du. Dann schießen wir einfach wieder auf den Typen hinten. Ah, guck mal, der ist von der Linie explodiert. Kann ich zwar nicht sagen, wie und warum, aber der ist auf jeden Fall kaputt. Bums. So, Tandy Penny ist da hinten. Alter. Riders on the bridge up ahead. They're dropping shit from that bridge. Look out, CJ. Watch our six. Some riders after us on bike. Hab auch verstanden, dass uns Leute auf dem Bike verfolgen. Ich glaube, da stand gerade in der Übersetzung Radfahrer, sicher bin ich mir nicht. Okay, der ist weg. Ey, ich muss den dann noch erwischen. Der muss sterben. Ah, danke. Okay. Vor uns, okay. Ah, ja, nee, du kannst bleiben. Darf ich jetzt wieder fahren? Ja, ich krieg's mit. Okay, die Biker sind weg. Die haben jetzt nämlich keine Waffen mehr. Da kann ich mir jetzt auf die Polizeimotorräder, auf die Polizisten konzentrieren. Und machen nebenbei einfach so die Typen um Motorrad kaputt. Oh, sag mal, das wäre doch schön, wenn ich irgendwie meine zwei Waffen in der Hand hätte, die ich mit der Waffe eigentlich hätte. Von wo? Da. Euch krieg ich auch kaputt. Ganz von alleine krieg ich euch kaputt. Oh, ich bin nicht hin in so Sachen. Okay, der ist hin. Der ist auch hin. Und da kommt der nächste. Hab dich schon gesehen auf der Karte, du. Ich krieg dich, ich krieg dich. Ja, Mann. Sehr gut. Das Auto fährt weiter, obwohl der Fahrer ausgefallen ist. Warum? Das ist merkwürdig. Meint er nicht auch? Wow. Alter, wie das Auto spackt, voll geil. Also eigentlich ja nicht, aber... Wie passiert's? So, Leute, Finale. Finale. Wumps.
assholes. You never understood what I did. 50 of me, and this town would be okay. I took the trash out. I did. And I'd do it all again. Don't. Don't do it, man. He's gone. I just want to be sure it's over, man. That's all. It's cool. Don't need to put a bullet in him. He killed himself in a traffic accident. No one to blame. Let's roll. I mean, far out, man. You know, I mean, you beat the system. I tried for 30 years to cross over, but you managed it, man. I mean, man, you're an icon, man. Oh, thanks, man. I'm just glad it's finally over. What's up with Smoke? You know what's up with Smoke. He always saw things a little different than us. Smoke? Smoke was always on his own, always out for self. That is the surest path to hell, man. Well, that or 15 microdots and an ounce of mescaline. Let's go get something to eat. Sounds good to me. See you around, officer. Hey, now that everything is cool, we gotta stay on top of our game. Keep everything in check, but subtle. We got problems in Venturas, problems in San Fierro. Shit's never ending. For sure. I mean, the family's back on their feet, but we gotta keep shit tight. Mm-hmm. Cause a lot of people has got their eyes on it. Whoa. I come in peace with Mr. Dog here, who has an announcement. Our first gold record! Yeah, I know I'm talking about. Yeah, they heard about it. I decided to get breast implants. Oh, Shut up, you fucking loco, is it? Joke on. Anyway, what's next? We should hit the casinos, roll some dice with Woozy. Nah, we gotta take care of shit here first. We going on tour, fam! Has anyone got a tissue? My nose is, yeah. Won't stop running. Is that, anybody? Yeah, I have. Over there. I'll pass. Carl, where are you off to now? Finna hit the block. See what's happening. Na, dann guck mal nach, lieber Kai. Gucken, ob du was findest. Leute, das war's. GTA San Andreas geht zu Ende. War das geil oder war das geil? Findet Ende? Der Anfang, der Zwischendurch, alles nice. Und, naja, wenn ich jetzt ein Fazit schließen sollte, es ist und bleibt einfach mein Lieblings-GTA-Teil. Du kannst eine ganze Menge Scheiß machen. Du musst den nicht machen, du kannst ihn machen. Das ist halt natürlich optional. Aber wenn du ihn machst, kriegst du halt Belohnung dafür. Das ist sehr gut. Ich fand es gut, dass man die Polizeimission und so einen Scheiß machen konnte. Taxi war ein bisschen runtergeriegelt im Vergleich zu GTA 3 und Vice City. Fand ich okay. Hat halt nicht so lange gedauert. Feuerwehr war auch kein Problem. War eigentlich alles in der Regel recht in Ordnung. Also es war jetzt nicht so, dass es irgendwie eine Qual wäre, sich da durchzukämpfen. So wie in Vice City oder in, naja, GTA 3, wo ich die Sanitätermission doch mehrere Male machen musste, einfach bloß, weil es halt nicht hingehauen hat. Weil es halt zu schwer war und weil mein Aufnahmeprogramm gespackt hat. Hier hatte ich das Problem nicht. Es war einfach super. Es hat alles geklappt. Das Fahrverhalten der Autos ist in Ordnung. Gut, mit dem Frame-Limiter gab es natürlich ein paar kleine Probleme. Unter anderem die Autos, die rückwärts gefahren sind und sich dann mitten in der Fahrt gedreht haben. Die Autos, die ineinander gespawnt sind und dann explodiert sind, ohne dass sie sollten. Unser eigenes Auto, was von der Linie bremst hat. Fallschirme, die sich nicht geöffnet haben. Im Wasser konnte man nicht schwimmen. Aber das lag nicht an GTA, das lag an dem Frame-Limiter. Klar, das ist eine Funktion von dem Spiel, aber man muss ihn halt nicht anmachen. Weil standardmäßig sind es halt 30 FPS. Die könnte man so hoch weiterspielen. Ist halt nicht schlimm. Aber 60 FPS ist schöner, deswegen macht man das. Habe ich aber auch schon oft genug erklärt, muss ich jetzt nicht nochmal machen. Ah, was kann ich noch dazu sagen? Etwa geil, wir hatten unsere drei Inseln, wie wir uns nach oben gekämpft haben.
die Geschichte, die Zwischensequenzen, dass wir Wuzi dabei hatten, einfach blinden Chinesen, blinden Triadentypen, ich weiß nicht, ob er Chinese war, der einfach mal ein Casino führt, der mit einem Casino ausrauben war. Die ganzen Charaktere, die... Oh, das Spiel ist einfach geil. Wir hatten Wetter. Jo, das hatten wir in Vice City auch schon. Und so ja in Liberty City. Da hatten wir so ja eine Anzeige, wie viele Milliliter jetzt schon geregnet hat. Ja doch, ich kann eigentlich nichts anderes dazu sagen, außer sehr, sehr geiles Spiel. Und ich freue mich auf den vierten. Ich muss echt sagen, ich freue mich auf den vierten. Bis jetzt war der vierte derjenige Teil, den ich am wenigsten mochte. Aber irgendwie habe ich Lust, weil vielleicht liegt es daran, dass ich noch nicht so mit Inbrunst gespielt habe. Ich habe immer die Mission durchgeramst, fertig war ich. Und beim ersten Mal, naja, kann ich euch auch später noch erzählen, da hatte ich auch Probleme und hier und da. Mal gucken, ich freue mich drauf. Dann werde ich auch das erste Mal die DLCs dazu spielen. Heißt die Episodes from Liberty City. Gucken, wie da wird. Und ja, so ist die ganze Sache, Leute. So ist die ganze Sache. Das wird gut. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, werde ich meine Klappe halten. Ihr könnt euch weiter die ganzen Namen hier durchlesen. Alter, Zero wurde von David Cross gesprochen. Das ist geil. David Cross kennt man. Der hat mitgemacht bei Man in Black unter anderem als Videotheksbesitzer oder bei Arrested Development. Heißt, kennt man. Die anderen konnte ich mir jetzt nicht durchlesen. Das ist schade. Aber trotzdem sehr gut. Okay, Axl Rose war auch ein Moderator bei einem Radiosender. Ich glaube bei The Dust. Aber sicher bin ich mir gerade nicht. Also es sind schon ein paar große Namen, die hier mitgemacht haben. Und das ist gut, das merkt man. Man merkt es diesem Spiel an. Aber ich bin jetzt leise. Falls mir noch was einfällt, quatsch ich zwar nochmal, aber ich bin jetzt erstmal leise. Danke fürs Zugucken. Macht weiter so. Guckt GTA 4, guckt GTA 5. Macht einfach weiter, dankeschön. Ihr seid die Besten. Es macht jetzt vielleicht nicht so viel Sinn, das jetzt so zwischendurch zu fragen, wo ihr mich eigentlich schon verabschiedet habt, aber sagt mir mal, wie es euch gefallen hat. Wie euch die Anordnung meiner Folgen gefallen hat. So, das, ey, guck mal, da kommt eine normale Folge und dann so eine spezielle Nebenjob-Folge. Ob euch das zu viel war bei den Rennfolgen und bei den Schießfolgen, kann ja durchaus sein. Bin mir nämlich noch nicht sicher, wie das jetzt angekommen ist, weil das noch nicht lange draußen ist. Und ja. Mehr wollte ich jetzt auch nicht. Guck mal, thanks to Ganton. Ist jetzt das Ende? Kommen wir jetzt gleich wieder raus? Mal gucken. Die letzten Namen zwischendurch. Mike Patton, Officer Gregory Ho, SFPD. Sandy Hutton, Sarah Orim, Smokestack, Black Bull. Okay, das sind wohl die letzten Namen. Und jetzt gucken wir mal kurz. Okay, wir kriegen einen Anruf. Hey, what's up? Hello? Yes, Claude! Faster, harder, deeper! Oh, Jess! Jess, Jess! Catalina, you're sick! Get help! And you, Carl, you are jealous!
Die Alte ist verrückt. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Nein, wir haben keine 100%. Wir haben ernsthaft keine 100%. Warum haben wir keine 100%? Option, nein, nicht Option, Statistik. 98,93. Was haben wir bitte schön falsch gemacht? Okay, Leute, es wird noch eine Folge geben. Ich gucke jetzt alle durch. Gucke, was wir jetzt noch nicht hatten. Das ist merkwürdig. Wir haben noch keine 100%. Alles klar, dann kommt noch eine Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.